Passives Einkommen, passives Einkommen. Die meisten Leute reden immer davon, wie geil es doch ist, endlich passives Einkommen aufzubauen. Ich frage mich da immer, warum? Also ich finde es natürlich auch geil, wenn Geld einfach für mich arbeitet und ich dafür nichts machen muss. Der Gedanke ist cool und es ist auch nett, aber dass das so das Hauptziel von manchen Menschen ist, verstehe ich nicht ganz. Ich verstehe den Grundgedanken dahinter, aber lasst uns doch einfach mal eine Frage auf den Grund gehen. Nämlich, warum eigentlich passives Einkommen? Und passives Einkommen wird oft als der Ausweg gesehen, weil viele Menschen gar keinen Bock mehr haben auf ihren Job. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, boah, ich habe gar keinen Bock mehr auf meinen Job. Ich hätte gern passives Einkommen, weil da muss ich nie wieder arbeiten. Stell dir mal vor, du hättest einen Job, auf den du richtig Bock hast. Stell dir das einfach mal vor. Geiles Szenario, oder? Du würdest jeden Tag aufstehen und würdest sagen, ey, wie geil, ich freue mich heute drauf, ich freue mich heute richtig Gas zu geben, ich freue mich heute drauf, einen 10, 11, 12, 13, 14-Stunden-Tag zu machen, weil zum Beispiel du gerne unter Menschen bist und du heute den ganzen Tag mit geilen Menschen zu tun hast, die du dir selber ausgesucht hast, mit denen du einfach Zeit verbringen kannst. Geile Vorstellung, oder? Und jetzt stell dir mal vor, diese Menschen sind entweder deine Mitarbeiter oder deine Kunden. Wie geil ist das denn? Das heißt, du kannst die Menschen sogar dafür bezahlen oder von den Menschen bezahlt werden, dafür, dass du mit denen Zeit verbringst. Das ist doch absolut geil, die Vorstellung. In meiner Welt zumindest. Und das ist das Schöne, wenn du dir was aufbaust, was dir ein aktives, hohes Einkommen gibt, bei dem du einfach nur Spaß dran hast. Bei dem du deine Berufung leben kannst. Und deswegen finde ich den Gedanken viel geiler zu sagen, okay, lasst uns doch ein aktives Einkommen aufbauen, das enorm hoch ist. Klammer auf, das geht sogar viel schneller als ein passives Einkommen aufzubauen. Klammer zu. Gerade im Network Marketing oder in anderen Multilevel-Marketing-Systemen wird ja sehr oft propagiert, dass du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst. Das ist grundsätzlich auch nicht ganz falsch. Der Punkt ist nur, dass es oft viel länger dauert, als es dargestellt wird. Das heißt, es wird oft dargestellt, ja, du kannst dann finanziell frei sein, finanziell unabhängig sein und das und das und das. Verschwiegen wird, dass damit gemeint ist, dass du deine Grundkosten decken kannst. Dass du, ja, so 1.000, 2.000 im Monat vielleicht hinbekommst, so in einem Jahr. Wichtig, Achtung, es gibt auch Ausnahmen. Es gibt auch Leute, die das in sehr, sehr hohem Tempo sehr schnell gemacht haben. Beispielsweise habe ich gerade ein Interview geführt mit der Julia, das findest du auch auf meinem Kanal, die ein extrem erfolgreiches Business aufgebaut hat im Network Marketing und das in absoluter Rekordzeit in ihrer Firma, in der sie tätig ist oder die Firma, für die sie tätig ist im Network Marketing. Sowas funktioniert. Es ist nur wichtig zu beachten, dass im Network Marketing über 98% laut Studien Minus machen, wenn man für die Zeit nur den Mindestlohn rechnen würde, den sie einsetzen und das, was sie in ihrer Lebenszeit aus diesem Unternehmen wieder rausholen. Das heißt, passives Einkommen ist an der Stelle für viele eine Lüge. Für einige wenige ist es die Wahrheit. Das heißt, wenn du bereit bist, dir ein paar Jahre lang deinen aufzureißen, dann kannst du damit auch ein geiles passives Einkommen aufbauen. Aber es ist nicht wahr, dass du einfach so ein passives Einkommen bekommst. Mit Kryptowährungen, mit Cannabis oder mit was auch immer für ein Kram, das im Moment am Markt kursiert. Das sind alles geile Möglichkeiten, um was aufzubauen. Aber es gehört immer Arbeit dazu. Und deswegen finde ich persönlich es viel geiler, von Anfang an mit dem Gedanken reinzugehen, was macht mir denn wirklich Spaß? Worauf habe ich Bock? Was ist was, was ich mir aktiv als Arbeit vorstellen kann? Dass ich nicht mehr arbeiten muss, aber ich habe einfach Bock zu arbeiten. Was ist das? Und warum dann nicht damit schon Geld verdienen? Warum nicht sagen, ey, ich habe richtig Bock, mir ein Unternehmen aufzubauen im Kosmetikbereich. Ja, dann mach das doch und verdien doch damit Geld. Oder im Trainerbereich. Du willst ein Trainer werden, Kommunikationstrainer. Oder du willst mit dem Körper arbeiten. Das heißt, du willst zum Beispiel dann Menschen trainieren, wie sie fitter werden. Du willst Menschen beim Abnehmen helfen. Dann bau dir doch damit was auf. Oder du willst geile Produkte aus dem asiatischen Raum nach Deutschland bringen. Dann bau dir was zum Beispiel im Dropshipping-Bereich oder ähnliches auf. Mach doch das, wo du wirklich Bock drauf hast. Und dann bekommst du ein aktives Einkommen, das dir Spaß macht. Und dann gehst du gerne zur Arbeit, weil es ist keine Arbeit mehr. Und dann hast du Bock, einfach was zu kreieren und was zu erschaffen. Und dann, Achtung, jetzt kommt was Krasses, hast du sogar noch einen Sinn dabei.
bei diesem einfach nur passives Einkommen, wenn du danach strebst, kommt jetzt mal eine klare Message. Wenn du einfach nur unabhängig, finanzielle Unabhängigkeit willst, dann meld einfach in Deutschland Hartz IV an. Dann hast du finanzielle Unabhängigkeit, bekommst im Moment sogar die hohen Energiekosten bezahlt und alles ist easy. Dann bist du finanziell unabhängig und kannst ganz easy dich einfach so bezahlen lassen, ohne was zu arbeiten. Wenn das dein Ziel ist, mach Hartz IV. Das ist der einfachste Weg. Da lohnt sich der ganze Stress und so weiter und so fort nicht. Weil in meinen Augen, wenn die Motivation dahinter nicht wirklich stimmig ist, wird es schwerer, das Ganze umzusetzen. Wenn du aber was findest, was dir Spaß macht und was du mit Energie vorantreibst, dann wird es auch möglich, passives Einkommen aufzubauen und aus deinem aktiven Einkommen so geile Assets noch am Rand zum Beispiel aufzubauen durch Immobilien und so weiter und so fort, dass das quasi ein passives Einkommen ist. Aber auch da bitte Vorsicht, die wenigsten Sachen sind wirklich, wirklich, wirklich passiv, weil auch Immobilien müssen verwaltet werden. Das heißt, du müsstest entweder wieder Mitarbeiter anstellen, die dann Geld kosten und das Ganze verwalten. Dann musst du dich wieder um die Mitarbeiter kümmern. Wenn einer kündigt, musst du wieder neuen suchen und so weiter und so fort. Also wenn wir wirklich ehrlich sind, dann ist passives Einkommen nahezu nicht existent, sondern es hat immer irgendwo eine Aktivität, die es braucht, um dieses Einkommen zu erzeugen und auch in der Regel, um es aufrechtzuerhalten. Und deswegen nochmal der Appell, finde raus, was dir wirklich Spaß macht und bau damit ein solides, geiles Business auf, was dir aktives Einkommen bringt, was richtig, richtig Spaß macht. Wenn dir das Video gefallen hat und du was für dich was mitnehmen konntest, lass gerne ein Like da, teile es auch gerne mit anderen Menschen und vor allem auch, wenn du mehr sehen willst, abonniere den Kanal und dann kannst du noch mehr von mir und von uns haben. Ich freue mich drauf, freue mich, dich in den anderen Videos dann zu sehen, beziehungsweise auch auf Instagram dich kennenzulernen. Da kannst du uns gerne auch folgen. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei den nächsten Videos und bei der Umsetzung, vor allem beim Finden deines perfekten aktiven Einkommens. Dein Tibor.